Ja, von null auf von, das ist mein Projekt für dieses Jahr. Klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen bescheuert. Warum? Ganz einfach, weil der Hon ist ein Status, den man ja nicht einfach erfliegen kann. Kann man schon, aber es ist ein Riesenaufwand, auch finanziell. Ich hatte aber letztes Jahr im Dezember die Idee, das zu tun. Dann kam Gott sei Dank die Promotion Anfang Februar raus, die das vereinfacht hat. Man hat 50% Hon Mein bekommen. Aber Hon ran, warum? Ganz einfach deshalb, weil Hon wirklich einer der besten Vielfliegerstatus ist, die es gibt in meinen Augen. Alleine die Benefits, wie man bekommt, 6 Upgrade-Voucher, dann bekommt man auch eine Senatorkarte, die man vergeben kann und ein wunderbares Produkt. Also ich finde das First-Class-Produkt bei der Swiss, aber auch bei der Lufthansa absolut top. Nachteil beim Hon ist natürlich, Economy Class zählt im Moment nicht. Ist ein Problem, weil europäisch, muss man Ehrlichkeit halber sagen, ist die Economy Class natürlich genauso wie die Business Class, außer jetzt vom Essen oder aber dann vom früher Aussteigen oder Lounge zu haben. Aber wenn man Status hat, macht das natürlich keinen Sinn. Den Hon mal eben so zu erfliegen, geht nicht wirklich, man muss es planen. Und ich habe angefangen zu planen mit den Lufthansa Private Sales bzw. Partner Sales, wie es ja eigentlich heißt. Und da habe ich mir Ziele ausgesucht, die man natürlich auch ja, problemlos jetzt in Pandemiezeiten erreichen kann. Johannesburg ist ein Ziel, São Paulo ist ein Ziel. Dann, ja, ich habe Brasilien auch als Ziel. Aber das ist so ein bisschen problematisch, Buenos Aires im Moment, obwohl es die längste Strecke ist bei Lufthansa. Und diese Strecke gibt 25.000 und ein bisschen Meilen. 25.702, ich habe mal in meinem schlauen Buch nachgeguckt. Wir sind ja heute in Johannesburg gewesen, sind von Tallinn über Frankfurt, Zürich nach Johannesburg geflogen und fliegen auch genau wieder zurück. Bringt meilenmäßig von der Ausbeute her von Tallinn aus nach Frankfurt 2.500 Punkte. Wenn man den Status schon hat mit Executive Bonus, ansonsten sind es 2000. In meinem Fall sind es ja 2000, weil ich bin ja bei 0, also wirklich 0. Dann ging es weiter mit 2000 Meilen von Frankfurt nach Zürich und dann von Zürich weiter nach Johannesburg, sodass man zusammen roundabout 20.648, nee, das war Bangkok. Johannesburg war 20.071, wenn ich es richtig gerechnet habe. Und so machen wir mit dem Trip jetzt quasi alleine schon auf dem Hinweg den FTL, die silberne Karte. Also ich bin jetzt nicht mehr bei Null. Ich bin jetzt schon über 35.000, weil ja durch die Aktion es verdoppelt wird. Und damit, ja, kurz vor Senator, wenn wir gelandet sind, da habe ich über 80.000, bin also 10.000 irgendwas Punkte short. Könnte man mit der Kreditkarte natürlich machen. Ich habe keine Kreditkarte, also zumindest keine von der Lufthansa. Und würde das dann halt mit einem anderen Flug nochmal machen, wie die Ziele, die ich euch ja dann genannt habe. Buenos Aires, aber vorher gibt es noch São Paulo. Ich habe auch noch Hongkong gebucht, ich habe auch noch Dubai gebucht. Also das sind so Projekte, die wir haben. Und dann fliege ich natürlich auch noch innereuropäisch ein bisschen rum. Ihr habt ja auch Impressionen von unserem Essen hier bekommen. Es geht uns nicht schlecht. Ihr wollt natürlich wissen, warum mache ich den Hon? Ich mache den Hon aus zwei Gründen. Einmal, weil es wirklich in meinen Augen einer der besten Status ist, die es gibt. Ich war selber ja bis 2014 Hon, bin dann, ich will nicht sagen untreu geworden, bin bei anderen Fluggesellschaften gewesen, Qatar, Etihad, Emirates, Finnair, you name it, habe da einen Status erflogen. Aber der Hon hat für mich etwas Faszinierendes mit den Leistungen, die da drumherum sind. Und die First Class Lounge, super, aber First Class Terminal. Wenn du mit dem Auto zum Flugzeug gefahren wirst, das ist unbezahlbar. Und das ist der eine Grund. Aber der andere Grund ist auch, ich möchte euch zeigen, dass Fliegen auch in Pandemiezeiten, wenn man sich vorbereitet, wenn man wirklich, wir haben PCR-Tests gemacht, wir haben uns geschützt, wenn wir wirklich hier nicht alleine wären, dann würde ich die Maske tragen. Ich habe sie hier liegen, die kommt auch direkt wieder auf den Rüssel. Also insofern, ich will euch wirklich zeigen, dass ihr den Status, den ihr wollt, auch jetzt in der Zeit erfliegen könnt. Und Lufthansa hat halt wirklich mit der doppelten Status-Meilen, aber auch doppelten Hon-Meilen-Aktionen, wenn man auf Lufthansa-Gruppe fliegt, das so einfach gemacht, wie es geht. Und wenn man die First-Class-Sale sich anguckt, im Moment gibt es noch den Sale aus Paris, es gibt den Sale aus London. London läuft, glaube ich, am 8. März aus, Paris läuft später aus.
Also es ist möglich. Aber wie gesagt, seid vorsichtig. Macht euch bereit darauf, dass ihr an Flughäfen keine Lounge-Zugänge habt. Insofern, das ist halt das Thema, dass ihr da vorbereitet seid. Und ich muss sagen, gestern die 7 Stunden in Zürich waren hart. Also es war langweilig, aber wir haben ja eine Pop-Up-Lounge an B39 gemacht. Wer bei Clubhouse ist, hat es ja live mitbekommen. Und in Johannesburg war die Lounge offen. Ich habe sogar duschen können, also das war optimal, dass ich also vor unserem Meeting, was wir hatten, da mich nochmal frisch machen konnte. Also da sind Einschränkungen drin und die 10 Stunden in Johannesburg, obwohl wir 2 Stunden Meeting hatten zwischendurch, es war lang, also es war wirklich lang. Und ja, aber wie gesagt, wenn man das verbindet mit einem Trip, Johannesburg, wir haben auch viele Kunden, die nach Johannesburg fliegen und dann wirklich mehrere Tage bleiben, auf Safari gehen und so weiter. Das ist eine tolle Geschichte, deshalb, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Johannesburg, aber auch Sao Paulo ist wirklich spannend, aber ich werde euch davon dann natürlich berichten. Und ich hoffe natürlich, ihr bleibt dabei und verfolgt, wie ich von Null auf Horn komme. Von Null auf FTL habe ich gemacht. Schreibt doch einfach in die Kommentare rein, ob ihr auch den Horn-Circle-Status begehrenswert empfindet, aber ob ihr sagt, nee, was der Quatsch, ich will nur einen Senator haben oder ich sammle woanders. Ey, eure Meinung möchte ich wissen. Lasst es uns diskutieren. Lasst es uns in der Kommentarspalte unten diskutieren. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber vergesst nicht, in den Kommentarspalte zu sagen, was euch nicht gefallen hat. Danke.